Eine tolle Spielerin, 3-1 für Steffi Graf im zweiten Satz. Auf der Linie, die Chance. Und da geht sie zurück. Und Glück für Steffi Graf, aber da merkte man... Mit der Schlägerhärte, oder besser gesagt mit der Bespannhärte nicht zufrieden, ihres Turnlobschlägers. Aus ganz knappe wieder das Tänzeln. Aber das ist perfekt. Ganz ruhig. Es war mal eine Idylle am Berliner Hundekehlesee, dass der aktuelle Spiel. Die schnelle Fehler bei Steffi Graf in dieser Phase, die zum damaligen Zeitpunkt noch wie ein kleines Schulmädchen wirkte, auf und außerhalb. Das waren die Sidesteps. Ah, das war ein Zeichen dafür, wie man eine Vor- und Ein- Gute Länge der Amerikanerin. Nagelt Steffi Graf auf der Rückhandecke fest. Gut. Und die Emotionen bei Steffi Graf, wir sehen mittlerweile, fährt man ja dort elektrisch mit der Bahn. 6-4 für Chrissy Lloyd, Chris Edward Lloyd, 4-3 Steffi Graf. 15-0. Spiel forever long. Zum zweiten Mal 1-0 Aufschlagspiel von Chris Edward Lloyd. Die ersten. Besser geworden, abwechslungsreicher und Steffi Graf spürt ihre Chance. Respekt vom ersten Satz, hat sich ein bisschen gelegt, aber gut getäuscht. Lange und Chrissy Lloyd, Chris Edward Lloyd ohne Fehler in dieser Phase. Sie weiß um die Wichtigkeit dieses Spiels. Annonciert und verschenkt, da ist sie sauer, zu Recht. Breakball für Chris Edward Lloyd. Ja, übeln, sie spielt die Kugel rein, den Ball rein, die Filzkugel und sieht hier sehr früh diesen Stoppball, das war der vorletzte Ball, schiebt ihn über Steffi Graf, über die Rückhand und hat hier einen Breakball. Routiniert gespielt von Chris Edward Lloyd. Hat Graf Court umbenannt werden. Wir glauben es erst, wenn sie dann wirklich den Fuß wieder einmal auf den Center Court setzt.
das hier auf jeden Fall ein unerhört interessantes Spiel. Der erste Schritt in die große auf der Linie. Schauen sich die Beinarbeit von Steffi Graf an, wie sie dort tänzelt auf den Zehenspitzen, aber hier zu spät rankommt. Ja, da war sie ein bisschen hektisch, hat die Lücke gesehen auf der Rückhandseite der Amerikanerin, die sich dort hinten eine kleine Pause nimmt und verdienter Beifall für sie hier, die junge Tennisprinzessin. Klarer Gewinnschlag von Steffi Graf. Gibt so ein altes Sprichwort und auf einmal Breakball für Steffi Graf. Die Chance. Das nicht wunderbar, wie sie sich gesteigert hat in dieser Begegnung, Steffi Graf. Das ist es ja, was einen guten Spieler ausmacht, was notwendig ist, um gut zu werden. Diese harten Matches gegen eine scheinbar übermächtige Konkurrenz. Sie hat sich hineingefightet in diese Begegnung, hat das darin entwickelt, hat faszinierend. Bleiben Sie dran, es lohnt sich. 5 beide und 0-15. Gegen die Laufrichtung gespielt von Chris Evert Lloyd. Da ist die Zeit. Nochmal Zeit. Und das ist hervorragend. Lehrbeispiel für gutes taktisches Spiel. Und ist die schön sauer, die Kleine. Die will. Die will. Die ist. War mehr oder weniger ein Alibi-Ball und da ist sie sauer. 6-4, 6-5, Chris Evert Lloyd zum Match gewinnt. Aufschläge, wir erleben die Matchbälle 4, 5 und 6 für Chris Evert Lloyd. 30 Jahre alt, 1985 im Mai, Finale gegen Steffi Graf. Spielsatz zu Sieg, die Amerikanerin kann noch einmal die Jugend abwehren. Kompliment an die 30-Jährige, aber fantastisch gespielt von Steffi Graf. Das war es hier. Erst einmal vom Center Court.